Die Horrorvision ist ja, man kündigt einen Vortrag an und dann kommen zwei oder drei, so Familie und Freunde. 3D-Kataster ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren beschäftige. Also so, die Anfänge waren eigentlich so um 2004, 2005 herum, wie ich das erste Mal von dieser Idee gehört habe. Und was macht man, wenn man es Assistent an einer Universität ist und man hat eine Fragestellung und möchte wissen, okay, wie funktioniert das? Man setzt einen Studenten dran und schreibt eine Diplomarbeit aus. Also begonnen hat alles mit einer Diplomarbeit. Mittlerweile sind es ein paar Diplomarbeiten schon gewesen, auch schon Bachelorarbeiten, aber auch natürlich eigene Tätigkeiten, eigene Fragestellungen und dergleichen. Ich möchte in meinem Vortrag ein paar Dinge klären. Zunächst einmal, brauchen wir überhaupt einen 3D-Kataster? Dazu müssen wir wahrscheinlich uns anschauen, was hat sich im Umfeld um den Kataster entwickelt. Und gerade im städtischen Bereich haben wir Smart City, eine Entwicklung, die nicht unbedingt zu intelligenteren Städten führt, aber die zur Verknüpfung von Daten und Services führt, wo man hinterfragen sollte, ob der Kataster nicht in der jetzigen Form nicht ausreichend ist. Ob man da vielleicht ergänzen sollte. Wenn ich die Frage mit Nein beantworten würde, könnte ich an der Stelle klarerweise aufhören. Das heißt, wir müssen uns nachher dann ein bisschen anschauen, was sind technische Lösungen, was sind technische Herausforderungen. Also den Grenznagel irgendwo in der freien Luft, den werden wir nicht haben, aber welche Arten der 3D-Modellierung gibt es denn überhaupt, welche Ansätze gibt es? Es ist schon einiges möglich, es gibt auch schon Standards, es gibt Implementierungen. Das heißt, die technischen Lösungen wären eigentlich da, man müsste durchdenken, anwenden, umsetzen. Nächster Teil. Wenn es technisch funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es erlaubt ist. Also man muss ja rechtlich überlegen, was bedeutet es? Einige Neuerungen würden sich ergeben. Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch Bedarf, wo Vermesser mit Juristen sich zusammensetzen sollten und tatsächlich einmal die Dinge durchdenken sollten, schauen sollten, wie kann man bestimmte Dinge lösen, was muss man überhaupt alles lösen? Und der letzte Teil ist dann eigentlich der, der am interessantesten oder am spannendsten ist, nämlich die Visualisierung. 2D-Pläne sich anzuschauen und zu verstehen, wie das ist, wenn man es einmal geübt hat ein bisschen, kann man Situationen lesen. Bei dreidimensionalen Datensätzen, dreidimensionalen Modellen wird es etwas schwierig. Selbst für Techniker, die auf täglicher Basis mit 3D-Modellen umgehen, ist die Bedienung von der Software nicht unbedingt das Einfachste. Das heißt, wir brauchen da neue Ansätze und einen Ansatz, den wir ein bisschen uns angeschaut haben, ist Augmented Reality und holographische Modelle, um das Ganze umzusetzen. Wir haben das ausprobiert, ich werde auch ein paar Videos zeigen, wie das aussehen kann, was man momentan damit tun kann. Out of the box ist schon einiges möglich, aber
ja, der Weg ist halt noch lang. Und dann gibt's Zusammenfassung, kurzen Ausblick. So, Smart City. Smart City, es gibt eine Definition, die habe ich einfach aus der Wikipedia abgeschrieben. Es gibt Unmengen Definitionen. Sammelkonzept für gesamtheitliche Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Das ist eine der Möglichkeiten. Aus England habe ich irgendwann einmal eine Definition gesehen, es ist ein Prozess, der nie endet. Ja. Was es nicht sein sollte, ist, wir kaufen den Industriekonzernen sehr viel Technologie ab und buddeln sie in die Erde, ohne zu wissen, was wir damit machen wollen. Was wir eigentlich erreichen wollen, ist gewisse Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir in Infrastruktur investieren, dann sollte das auch einerseits einen Nutzen haben für die Allgemeinheit, aber natürlich auch leistbar sein, sodass die Erhaltungskosten nicht überbordend sind. Und es sollte einer der Aspekte sein, um eine Stadt lebenswerter zu machen. Das sind so ein paar Ideen, wie man Smart Cities sehen kann. Auch Wien hat sich dieses Mäntelchen Smart City umgehängt. Das heißt, es gibt diese Smart City Wien, es gibt eine Homepage, es gibt Ideen, Konzepte, was man tun kann. Das ist die Frage, okay, wir haben da ein nettes Konzept. Brauchen wir dafür überhaupt eine dreidimensionale Darstellung von Grundstücken, Abbildung von Rechten auf Raum? Ist es überhaupt notwendig? Naja, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Also ich hoffe, jeder erkennt das Gebäude da drauf. Das heißt, wir haben hier eine dreidimensionale Realität. Im Kataster denken wir halt auf zwei Dimensionen zusammengestutzt. Aber das, was wir täglich erleben, findet in der dritten Dimension statt. Wenn wir uns Entwicklungen international anschauen, dann ist es so, dass das Ganze natürlich auch immer weiter nach oben wächst. Also nicht nur beim Burj Khalifa, auch in Wien wird versucht, immer höher zu bauen, auch in anderen Städten. Das heißt, wir dehnen immer weiter unsere Städte nach oben aus, um den vorhandenen Platz intensiver nutzen zu können. Auf der anderen Seite bohren wir aber auch in die Erde hinein. Das heißt, wir geben Infrastruktur auch unter die Erdoberfläche, verstecken sie darunter, beispielsweise im Zuge von U-Bahn-Bauten, aber auch natürlich, wenn wir irgendwelche Untergrundstrukturen für Fußgänger ansiedeln, wenn wir Parkplätze unterirdisch errichten oder dergleichen. In Hongkong habe ich relativ weitläufige Fußgängerpassagen unterirdisch gesehen. Das ist relativ angenehm dort, weil diese Räume kann man kühl halten, was in Hongkong ein nicht ganz unangenehmer Vorteil ist. Aber auch in Wien machen wir es. Also wir bauen ja, glaube ich, derzeit wieder mal zwei U-Bahnen oder erweitern U-Bahnen. Das ist aber nichts, was wir jetzt erst in den letzten Jahren tun. Das wurde schon in der Vergangenheit gemacht. Also es wurde Bergbau betrieben, es sind Fluchtstollen gegraben worden. Hin und wieder weiß man es nicht und dann passiert sowas. Das ist ein Beispiel. Also ich habe jetzt darauf verzichtet, den Semmering-Basistunnel zu nehmen. Das ist aus Essen, aus dem Jahr 2011. Da ist einfach eine Mine abgesackt. Und das war der Parkplatz von einem Autohaus. Wenn wir nicht wissen, wo die Dinge sind, die wir unterirdisch versteckt haben, ist es schwierig, dann die weitere Planung und die weitere Umsetzung so zu machen, dass das Ganze funktioniert. Das heißt, und je näher wir sich diese Strukturen kommen, desto eher werden solche Brüche passieren. Und das Ganze müssen wir natürlich noch mit Infrastruktur unterstützen. Das heißt, wir brauchen Strom, wir brauchen Datenkabel, wir brauchen Wasser, wir brauchen Abwasser, Wasserentsorgung, eventuell Fernwärme und so weiter. Das heißt, auch diese Strukturen müssen irgendwo untergebracht werden. Wir müssen wissen, wo es ist. Wir müssen entsprechend planen, dass das, was wir jetzt im Boden vergraben, nicht in Zukunft andere Projekte gefährdet oder verhindert.
Ist eigentlich eh schon ziemlich spät, wenn wir jetzt anfangen. Das heißt, die Antwort ist, ja, wir brauchen dreidimensionale Information, um in Zukunft effizient planen zu können. Okay, die nächste Folie ist eigentlich Perlen vor die Sau, Eulen nach Athen tragen, das ist die, der richtige Ausspruch. Die meisten im Raum wissen, was der Kataster ist. Ich habe mir nur gedacht, okay, ich sollte den Studenten es auch einmal näher bringen. Beziehungsweise haben wir ein paar neue Kollegen, die es noch nicht wissen. Kataster dient dazu, Rechte an Grund und Boden zu dokumentieren, speziell Eigentumsrecht, aber auch Pfandrechte und andere dingliche Rechte. Die Systeme, wie wir sie jetzt kennen und haben, wurden im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa eingeführt. Das waren nicht die ersten Versuche. Es gab schon vorher andere Systeme. Der Ansatz war allerdings insofern ein neuer. Es wurde das gesamte Land auf einmal erfasst in einer einheitlichen Art und Weise und entsprechend auch großmaßstäbig dargestellt, sodass man auch feststellen kann, ob man vollständig ist, Nachbarschaftsbeziehungen darstellen kann und dergleichen. Das Ganze basiert auf einem zweidimensionalen Modell. Warum? Das war im 19. Jahrhundert umsetzbar und es hat für die Zwecke, die damals benötigt wurden, ausgereicht. Weil der Hauptzweck damals natürlich war, die leeren Staatskassen wieder zu füllen. Später ist man draufgekommen, es ist wunderbar, wenn man schon mal die Abgrenzung hat, dass man auch die Rechte dann entsprechend dokumentiert. Und wir haben eine geometrische Basis, nämlich eine entsprechende Triangulation. Das heißt, wir haben nicht nur einzelne Inselkarten, sondern wir können das Ganze auch zusammenhängen zu einer kompletten Darstellung des gesamten Landes. Später ist man dann draufgekommen, okay, da wir das jetzt haben, großmaßstäbig, das ist eine wunderbare Basis für viele andere Nutzungen dann noch, nämlich als Grundlage, als Hintergrundbild, zum Beispiel für die Raumplanung, die einfach auf der bestehenden Einteilung der Grundstücke aufsetzen kann und dann weiterarbeiten kann dann und schauen kann, wie müsste man das ändern, damit das, was man an Nutzung erreichen möchte, auch entsprechend umgesetzt werden kann. Kataster ist Teil der Landadministration, also der Verwaltung von Grund und Boden. Was sind so die Aufgaben der Landadministration? Wir wollen Liegenschaften registrieren, wir wollen Grundlageninformationen warten und aktuell halten. Wir wollen einen sicheren Grundstücksmarkt entsprechend oder einen Grundstücksmarkt sichern. Und das bedeutet natürlich auch, wir haben Eigentumstransaktionen. Das heißt, man sieht, es ist nicht nur der Kataster, es gehört auch das Grundbuch dazu, es gehören auch andere Datenbereitsteller dazu. Das heißt, Kataster ist Teil eines größeren Systems, das sich mit der Administration von Land beschäftigt. Wenn wir Sicherheit wollen, brauchen wir Zeitmarken. Das heißt, wir haben auch eine zeitliche Abfolge von Änderungen. Wir können eigentlich immer sagen, wann ist eine gewisse Änderung erfolgt, beziehungsweise wann wurde sie dokumentiert. Wenn wir uns die Elemente im Kataster anschauen, wir haben eine grafische Repräsentation, die Katastralmappe. Das heißt, wir sehen die Topologie, wir sehen die Ausdehnung, wir sehen die Form der einzelnen Grundstücke. Wir bekommen eine Identifikation, die das Grundbuch dann verwenden kann, um Rechte dran zu hängen. Wir haben die Nutzung, die aktuelle, und wir haben den Eigentümer auf dem Umweg über das Grundbuch. Teile davon gab es auch schon bei älteren Katasterformen, also zum Beispiel beim Mailänder Kataster, aber voll ausgeprägt war es eigentlich dann erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts. Wenn wir uns rechts das Beispiel anschauen von der Karte, wir sehen, okay, es ist bunt. Wenn wir es vergleichen mit dem, was wir heute haben, also so viel anders vom Inhalt ist es eigentlich nicht. Das heißt, geometrisch hat sich in den 200 Jahren eigentlich nicht allzu viel getan. Wir haben ein bewährtes System, wir dokumentieren die Grenzlinien, wir haben die Genauigkeit gesteigert, wir haben die Homogenität gesteigert, aber
vom Modell her ist eigentlich in den letzten 200 Jahren relativ wenig passiert. Wir aktualisieren die Katasterdaten. Wir passen sie an die aktuelle Situation an. Wie? Indem wir Teilungspläne einreichen. Das heißt, wir haben sporadische Überprüfungen von bestimmten Orten oder sporadische Korrekturen. Auch dann, wenn wir ein Grundstück die Geometrie anpassen wollen, auch das ist sporadisch. Das heißt, es ist kein kontinuierlicher Verlauf, sondern wir haben immer zu ganz bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten Änderungen. Wir müssen, um die Qualität der Mappe, Karte zu halten, müssen wir diese Änderungen natürlich dokumentieren. Dafür sind die Ingenieurkonsulenten zuständig, die genau dafür dazu dienen oder die Verantwortung haben, diese Qualität, die wir hier brauchen, auch entsprechend zu liefern. Der Vorteil, wenn wir eine sorgfältige Dokumentation haben, wir können Geometrien wiederherstellen, sowohl draußen im Feld, als auch alte Geometrien wieder rekonstruieren. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund ein Teilungsplan zurückgenommen werden sollte, wäre es theoretisch möglich, die alten Grenzen vor der Teilung auch wiederherzustellen. Sind ja ebenfalls im Plan drinnen. Wurde meines Wissens noch nie gemacht, aber der Teufel schläft nicht. Das einzige Problem ist, wenn man sich diese Änderungen über diese 200 Jahre ansieht, wir haben immer wieder ungewollte Änderungen. Ungewollte Änderungen heißt, die sind nicht im Zuge eines normalen Änderungsprozesses erfolgt, sondern an anderen Stellen, in anderen Prozessen. Das kann sein beim Digitalisieren der analogen Pläne, beim Hochzeichnen der Pläne, beim Einarbeiten eines Planes ist irgendetwas anderes noch mitverändert worden, versehentlich und dergleichen. Das ist das eine. Das andere ist, leider gibt es auch hin und wieder undokumentierte oder schlecht dokumentierte Änderungen, wo Prozesse nicht sorgfältig durchgeführt wurden. Jetzt in den letzten Jahren ist es fast nicht mehr möglich, wenn man schaut, in der Nachkriegszeit mussten viele Dinge schnell erledigt werden. Kann durchaus dann hin und wieder passieren, dass bestimmte Sachen einfach nicht sauber durchgeführt werden, sauber dokumentiert werden, weil die Prozesse einfach abgeschlossen werden mussten. So, jetzt ist die Frage, braucht man ein 3D-Kataster? Was hat sich geändert, seit wir den Kataster eingeführt haben? Wir haben mehr Bauwerke, überirdisch, unterirdisch. Wir müssen es irgendwie sauber dokumentieren. Sowohl am Land als auch in der Stadt haben wir natürlich mehr Bautätigkeit. Also am Land ist sehr oft Tunnelbautätigkeit und die Tunnels zu dokumentieren wäre eigentlich sehr sinnvoll. Aber wir haben auch Energieversorgungsunternehmen, die auch Trassen benötigen, Infrastruktur errichten, auch die müssen eigentlich geschützt werden. Oberirdisch sieht man es, unterirdisch ist es momentan, ja, man muss es irgendwie sauber kommunizieren, bis in welche Tiefe man überhaupt da etwas tun darf, ob man überhaupt etwas tun darf und dergleichen. Das ist ein Beispiel, zeigt, dass es nicht nur in Österreich so ist, das ist aus Äthiopien, auch da werden neue Hochspannungsleitungen errichtet. Warum? Die bauen gerade ein riesiges Wasserkraftwerk am Nil und wollen da den gesamten Strom für ganz Äthiopien produzieren. Der Nil ist aber im Norden des Landes, das heißt, sie müssen entsprechend Richtung Süden den gesamten Strom transportieren. Nicht überall ist es so unwirtlich wie in dem Gebiet, aber auch hier wird natürlich die Fläche unterhalb der Starkstromleitungen für Nutzvieh verwendet, um das Vieh grasen zu lassen. So, wird es besser in der Zukunft? Naja, wahrscheinlich nicht. Wir werden mehr und mehr
Menschen in den Städten haben. Das heißt, wir haben einen noch stärkeren Druck auf Land. International entstehen Megacities, dort wo große Städte zusammenwachsen und eigene Regionen bereits bilden, wo man nicht mehr genau feststellen kann, wann man von der einen Stadt in die andere kommt. Wenn mehr Menschen in einer Stadt wohnen, müssen wir auch mehr transportieren, sowohl Menschen als auch Güter. Das heißt, wir müssen die Infrastruktur für den Transport ausbauen und das in einer Umgebung, wo wir eigentlich wenig Platz haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich neue Wege suchen müssen. U-Bahnen, okay, das kennen wir. Drohnen ist etwas, was momentan intensiv diskutiert wird. Vor ein paar Wochen habe ich einen Bericht gesehen über ein österreichisches Drohnentaxi. Ob ich das will oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber es wird möglicherweise in die Richtung gehen und dann müssen wir bereit sein, um Rechte dokumentieren zu können. Das heißt, wir haben einen wachsenden Druck auf die Nutzung von Freiräumen. Es ist Gott sei Dank in Österreich noch nicht so schlimm wie in Asien, wo dann die Hochbahn durch das Haus durchgeht. Hat sicher einen Vorteil, wenn es regnet. Man braucht das Gebäude nicht mehr verlassen und kann direkt ins öffentliche Verkehrsmittel einsteigen. Wir sollten nicht zu sehr lachen. Etwas Ähnliches gibt es auch in Wien. Es gibt Situationen, da gibt es die Remise und über der Remise Wohnungen, die mittlerweile nicht nur mehr nur die Mitarbeiter der Wiener Linien mieten, sondern die ganz normal vermietet werden. Ähnliche Situation. Wenn man die technischen Probleme löst, ja, machbar und umsetzbar. Wir nutzen auch die Räume über den Straßen. Das heißt, rechts ist Montelar über der Südosttangente. Wenn wir diese breiten Straßen einfach als Volumen ungenutzt lassen, hat einen Vorteil, nämlich dass die Abgase nach oben raus können, ist vielleicht auch vom Lärm etwas angenehmer, aber es ist eigentlich ungenützter Raum und den können wir uns möglicherweise irgendwann einmal nicht mehr leisten, dass wir das einfach verschwenden. Raumplanung ist das Fachgebiet oder die Nachbardisziplin, die sich genau mit diesen Problemen und der Strukturierung dieser Prozesse beschäftigen muss. Mit denen haben wir traditionell eine enge technische Beziehung. Sie bauen auf unseren Daten auf und schaffen dann die Möglichkeit, dass bestimmte Prozesse durchgeführt werden können. Das heißt, die müssen dieses Platzproblem lösen. Die müssen Prozesse vertikal, also übereinander stapeln, müssen intensiver den Untergrund und die Strukturen nutzen. Und dazu brauchen es eigentlich Dokumentation von dem, was vorhanden ist. Also das, was wir liefern sollten, ist eben eine Dokumentation von Rechten von vorhandenen Bauwerken. So, wenn wir jetzt eine beschränkte Ressource haben, heißt das, wir müssen die Nutzung organisieren. Und das ist halt auch die Trennung zwischen dem, wofür wir zuständig sind und für dem, was die Raumplanung zuständig ist. Wir machen Landadministration, Sie machen Landmanagement. Das heißt, Sie planen, welche Flächen wie genutzt werden sollten, damit man möglichst effizient mit dem Raum umgeht, möglichst wenig verschwendet. Zwei Dinge, die sich gegenseitig benötigen, die miteinander arbeiten müssen. Wie eng die Verbindung ist, sieht man, wenn man sich die Strukturen anschaut, schon im 2D-Kataster. Wohngebiete erkennt man relativ schnell, wir haben kleinräumige Strukturen, relativ regelmäßig, weil es einfach zu bebauen ist. Ackerflächen
dort, wo es kommasiert wurde, große Flächen, auch möglichst rechteckige Flächen, damit es mit den Maschinen effizient zu bearbeiten ist. Wald, sehr oft großräumig, aber die Flächen sind meistens nicht ganz so regelmäßig. Und Verkehrsflächen, okay, das sind halt lange, schmale Bänder, die quer durchs Land durchziehen. Das heißt, wir sehen, wo bestimmte Prozesse ablaufen sollen, wo die Raumplanung bestimmte Dinge erlaubt hat. Das heißt, wir haben eine enge Verbindung. Wenn die Raumplanung in den Städten in die dritte Dimension gehen muss, können wir sie unterstützen und haben somit dann eventuell auch politische Unterstützer, die uns in der Idee unterstützen, das weiter zu verfolgen, weil sie es im Nachhinein dann eventuell brauchen. Was machen die Raumplaner noch nicht? Sie planen noch nicht wirklich den Untergrund. Also es gibt so erste Ideen und erste Ansätze, dass wir den Untergrund sinnvoll nutzen müssen. Was sie allerdings noch nicht machen, ist in die Zukunft denken. Also ich möchte hier eventuell irgendwann eine U-Bahn errichten oder ich brauche hier ein Verkehrsband, ein freies. Also ich verhindere, dass hier Dinge durchgeführt werden, die nachher das beeinträchtigen würden, die Realisierbarkeit. Also Freiräume oder Freivolumina unterirdisch schaffen, wird momentan, soweit ich weiß, noch nicht wirklich im großen Stil durchgeplant. Und wir müssen auch dort, wo Verkehr und Bauwerke nebeneinander bestehen, wir müssen uns irgendwann einmal wahrscheinlich abheben von der Asphaltoberfläche und bedenken, dass wir Drohnen haben oder dass Drohnen eingesetzt werden und müssen uns jetzt schon überlegen, wie das nachher dann eventuell realisiert werden kann, sodass nämlich nicht nur die Drohnen sicher ankommen, sondern dass auch bestehende Rechte entsprechend berücksichtigt werden. So, wenn wir das jetzt technisch realisieren wollen, wir wollen vom zweidimensionalen Kataster, vom zweidimensionalen Plan in die dritte Dimension gehen. Es gibt im Prinzip zwei Ansätze, die beide funktionieren. Nämlich die erste Möglichkeit ist, wir nehmen das Volumen, das wir bekommen durch die 2D-Grenze und die Lotlinien und schaffen dann eine Möglichkeit, dieses Volumen beliebig zu unterteilen. Das können ebene Schnitte sein, das heißt in der Höhe von 5 Meter über Grund bis 10 Meter über Grund ist irgendein Bereich, der irgendein bestimmtes Recht hat. Oder ich kann auch einfach beliebige Volumina da herausnehmen. Das ist relativ einfach umzusetzen, weil ich habe ein klar abgegrenztes Volumen, das ich unterteilen möchte. Nachteil, wenn ich ein U-Bahn-Projekt auf die Art und Weise dokumentieren möchte, unter jedem Grundstück habe ich dann ein solches Volumen, das ich heraustrennen muss und das ich nachher dann irgendwie für Visualisierung zusammenstückeln muss. Das heißt, die zweite Variante, freie 3D-Objekte, ist in der Hinsicht besser. Das heißt, ich nehme den gesamten U-Bahn-Tunnel als ein Objekt, das unter vielen Grundstücken liegt, aber als ein Objekt modelliert wird. Nachteil dabei ist, da muss ich wahrscheinlich die Abläufe im Kataster anpassen, sodass die entsprechende Dokumentation und die entsprechenden Abläufe das auch ermöglichen. Beide Varianten sind technisch von der Datenmodellierung, von den Standards her, nicht wirklich ein Problem. Beide wurden schon ausprobiert, nicht in der Realität, aber anhand von entsprechenden Projekten, also die Holländer waren da sehr intensiv tätig, haben anhand von Bahnprojekten und Eisenbahnstationen gezeigt, es würde funktionieren, wir können das alles modellieren, technisch kein Problem. Es gibt auch die Möglichkeit, unterschiedliche Ebenen zu definieren, dieser Layer-Ansatz, das heißt, ich definiere mir vertikale Zonen und in jeder dieser Zone können andere Regeln gelten.
Das heißt, ich habe den nahen Untergrundbereich, also wie tief man halt einen Keller baut zum Beispiel. Ich habe den tiefen Untergrund. Ich habe das Volumen oder bis zu der Höhe, wo ich Gebäude errichten darf. Und da drinnen dann die tatsächlichen Gebäude. Und ich habe den Luftraum über den Gebäuden, wo wieder andere Regeln gelten könnten. Auf die Art und Weise können wir die beiden technischen Konzepte miteinander verbinden. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, dass in diesem mittleren Bereich sind wir an die Grundstücksgrenzen gebunden. Wenn wir unterhalb oder oberhalb sind, dann haben wir andere Möglichkeit, um die Objekte zu definieren, um das Ganze einfacher zu gestalten. Was wir beachten müssen, ist, dass es, so wie im zweidimensionalen Fall auch, einen Unterschied zwischen dem Raum gibt, den das Recht ausfüllt, und dem, das die Konstruktion ausfüllt. Das heißt, ich darf auch, ja, wenn ich ein Grundstück habe, im Allgemeinen nicht das gesamte Grundstück bebauen, sondern ich muss einfach irgendwo was freilassen, weil die Nachbarn möglicherweise auch Licht haben wollen. Dasselbe ist hier. Wir haben hier dieses blau eingefärbte Volumen. Das ist das Eigentumsrecht. Und innerhalb dieses Eigentumsrechts wird dann ein entsprechendes Gebäude errichtet. Das bedeutet, dass man nicht direkt das Building Information Model der Architekten verwenden dürfen, weil das Building Information Model eigentlich nur diesen inneren Bereich abdeckt, also das tatsächliche Gebäude, und den Rechtsraum müsste man gesondert noch einmal definieren. Es muss uns bewusst sein, dass die Komplexität relativ groß sein kann. Das Gebäude rechts hat zwar nur ebene Flächen, aber viele davon. Das heißt, das ist etwas, was wir im Kataster eigentlich nicht kennen. Im Kataster haben wir relativ saubere, klare Linienführungen. Was uns auch bewusst sein muss, da gibt es teilweise dann Vorsprünge, die aus dem Rechtsraum rausragen dürfen. Damit haben wir uns, also wir wissen es zwar als Vermesser, dass es das in Österreich auch gibt, aber wir beschäftigen uns nicht damit. Es kann auch sein, dass wir dann innerhalb dieser Struktur eine weitere Struktur haben. Das heißt, es könnte sein, dass das da drinnen ein Bürogebäude ist, es kann aber auch sein, dass das ein Mall ist. Dann gibt es kleine Geschäfte, die Geschäftslokale werden entweder vermietet oder verkauft. Das heißt, ich habe dann, wenn ich es verkaufen darf, habe ich ein Eigentumsrecht innerhalb des Größen, also im Prinzip ein Wohnungseigentum, das ich aber entsprechend dokumentieren muss, wo ich die Rechte ineinander verschachtle. Das heißt, das habe ich jetzt bei einem Gebäude dokumentiert, da könnte es schon etwas problematisch werden, und dann haben wir eine ganze Stadt, wo wir das modellieren wollen. Das heißt, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist die Komplexität der Aufgabe und die Datenmenge, die daraus entsteht. Natürlich, wenn man einen 3D-Kataster schafft, wird man ihn nicht sofort für das ganze Land schaffen. Man schafft die Möglichkeit, dreidimensionale Objekte zu dokumentieren. Dort, wo es sinnvoll ist, wird es gemacht. Dort, wo es die Eigentümer als nicht sinnvoll erachten, wird es auch nicht gemacht werden. So, natürlich haben wir auch ein Höhenproblem. Höhe ist einfach ein geodätisches Problem. Wir können es physikalisch oder geometrisch definieren. Beides kann Schwierigkeiten verursachen. Wenn sich ein Wohnblock mit Eigentumswohnungen ein paar Zentimeter setzt, sollte nicht dann der Teppich am Fußboden dem unteren Nachbarn gehören, sondern das sollte einfach mitwandern. Da muss man entsprechend mit den Genauigkeitsanforderungen arbeiten, um das Ganze durchzuführen. Es ist auch, macht auch einen Unterschied, was ich für eine Art von Objekt habe und wie das situiert ist, welche Genauigkeit ich brauche. Das ist der Gotthard-Basistunnel. Wenn ich mein Grundstück irgendwo in dem Bereich habe, oder auch in dem Bereich, es interessiert mich vielleicht peripher, dass der Gotthard-Tunnel da unter meinem Grundstück durchläuft, aber das sind ein paar hundert Höhenmeter. Wirklich beeinträchtigt bin ich wahrscheinlich kaum. Wenn ich da irgendeinen Schacht raus habe, sollte ich wissen, dass der aus dem Tunnel kommt, für den Fall, dass da Rauch rauskommt, dass ich
eventuell irgendjemand informiere. Sonst brauche ich es eigentlich nicht. Das ist eine Situation, wo das schon ganz anders ausschaut. Wir haben einen Straßentunnel, wir haben relativ geringe Überdeckung. Ich sollte da oben jetzt nicht versuchen, irgendeinen Brunnen bohren zu wollen. Weil dann komme ich garantiert irgendwo an die Schale des Tunnels und das wird der Autostraßenbetreiber nicht besonders gern haben. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Genauigkeiten brauche ich in welchen Situationen? Das ist eine technische Fragestellung, die man aber dann rechtlich natürlich entsprechend absichern muss. Und wenn man über öffentlichen Flächen baut, das ist die Fachhochschule Technikum, die es über eine Straße mit Straßenbahn gebaut hat, ja, da gibt es halt Durchfahrtshöhen. Die Durchfahrtshöhen müssen gewährleistet werden. Und Christoph Dwaroch hat darauf hingewiesen, Richter kennen keine Toleranz, wenn da drin steht 5 Meter, haben es 5 Meter zu sein. Da fährt die Eisenbahn drüber. Wie kann ich sowas visualisieren? Ich kann anfangen und einfach einen 3D-CAD-Plan erstellen. Kein Problem. Das ist ein Beispiel für ein Wohnungseigentum, also Gebäude mit Wohnungseigentum. Die unterschiedlichen Farben zeigen unterschiedliche Wohneinheiten. Man sieht, in der obersten Etage, das kann man relativ schön erkennen, die unteren Etagen nicht einmal eine Chance, irgendwie vernünftig zu zählen. Aber trotzdem, der Eindruck ist auf jeden Fall, wir bekommen schon mehr Informationen als im reinen zweidimensionalen Katasterplan, wo eigentlich nur die Grundstücksgrenzen drinnen sind und wenn wir Glück haben, so wie in dem Fall, halt auch noch die Grenze des Gebäudes. Es gibt komplexe Situationen wie die auch in der Realität, auch in anderen Ländern. Das ist Santorin. Da ist es so, dass Gebäude teilweise auf den darunterliegenden Gebäuden errichtet werden. Das heißt, wir bekommen dann überlappende, in der zweidimensionalen Projektion, überlappende Eigentumsverhältnisse. Auch dort brauchen Sie eine Lösung, auch dort denken Sie über 3D-Kataster nach, um das sauber zu dokumentieren. Das ist ein Beispiel aus China. Ein unterirdischer Parkplatz, also Parkgarage. In Österreich würde man sich entweder an Grundstücksgrenzen halten oder versuchen, unter öffentlichem Raum zu sein oder unter dem Raum, der am Grundstück also selber gehört. Hier ist für diese Straße aber unter dieses Grundstück und unter dieses Grundstück ebenfalls drunter gebaut. In China sind Grundstücksgrenzen nicht ganz so streng gesehen wie bei uns, weil auch der Eigentumsbegriff dann etwas flexibler gehandhabt wird. Aber was kann man im Prinzip lernen aus diesen Prozessen? Wenn wir Regelwerke haben, wird es immer Beispiele geben, wo dieses Regelwerk von einem Grundstück, von einem Bauwerk verletzt wird. Egal wie komplex wir unser Regelwerk machen, wenn wir den Architekten mehr Möglichkeiten geben, werden sie diese Möglichkeiten ausschöpfen. Und wenn unser Regelwerk nicht angepasst werden kann, muss man Lösungen finden. Bauwerke dürfen Grundstücksgrenzen überragen. In ganz bestimmten Ausmaß und unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Die meisten Bauwerke haben vertikale Wände. Hat einen Vorteil, es ist relativ einfach zu modellieren. Hat einen Nachteil, dass es mathematisch dann ein Spezialfall ist, den man berücksichtigen muss. Und blöderweise, die Architekten wollen, wenn sie sich austoben dürfen, nicht unbedingt immer mit geraden Wänden arbeiten. Also nicht nur Künstler wollen gerade Wände vermeiden, auch Architekten fangen damit an und wollen möglichst interessante Gebäude bilden. Und Bauwerke können auch verschachtelt sein. Das heißt, wir können durchaus Bauwerke haben, die in Bauwerken sind. Teilweise um die Bauordnung auszuhebeln, teilweise auch, weil es historisch gewachsen wurde, ist. Und Bauwerke können auch, oder Teile von Bauwerken können aus mehreren getrennten Teilen bestehen. Das heißt, wir haben ein Wohnhaus und wir haben ein Garagenteil, beziehungsweise beim Wohnungseigentum die Wohnung und den Stellplatz fürs Auto. Das heißt, wir haben rechtliche Herausforderungen.
nicht immer so extrem wie da, wo einfach jemand einen Berg am obersten Stockwerk errichtet hat, aber doch. Wir verknüpfen Privatrecht und öffentliches Recht. Wir haben Übereinkommen zwischen Personen auf derselben Hierarchieebene im Privatrecht. Im öffentlichen Recht haben wir eine übergeordnete Instanz, die Regeln macht, nach denen sich dann die anderen richten müssen. Und jetzt die Frage, wenn wir einen 3D-Kataster schaffen, dann denken wir eigentlich meistens an das Privatrecht, aber die Frage ist, ist öffentliches Recht vielleicht auch betroffen? Beziehungsweise entstehen Situationen, wo das öffentliche Recht plötzlich Probleme bekommen könnte? Also brauchen wir hier Änderung der Rechtslage? Wenn wir öffentliches Recht betrachten, dann ist es oft eine Einschränkung von dem, was wir tun dürfen. Das heißt, wir limitieren die Nutzung. Also öffentliche Beschränkungen sollten auf jeden Fall dokumentiert sein, oder sie sind zumindest relevant. Das heißt, sie haben Auswirkungen auf den Wert der Liegenschaft, somit sind sie für den Immobilienmarkt von Bedeutung und Dokumentation wäre vorteilhaft. Auch von Auswirkungen auf die dritte Dimension zum Beispiel. Und wir haben ein relativ einfaches Prinzip, das in der Praxis relativ gut funktioniert, nämlich die Wasserableitung. Wenn Sie ein Grundstück haben und es regnet viel, dann wird das Wasser oberflächlich abrinnen, nach unten. Das ist okay. Also Sie sollten versuchen, es auf öffentliches Gut abzuleiten. Wenn das nicht möglich ist, darf man es auch eventuell auch auf Privatgrund ableiten. Umgekehrt, öffentliches Gut darf nicht auf Privatgrund entwässern. Das ist eine vollständig erlaubte Situation, normale Situation. Wasserableitung auf öffentliches Gut. So, was passiert jetzt, wenn mehr Wasser ist? Irgendwann wird es in die Gebäude reinrinnen. Das heißt, wir haben dann die Situation, dass wir einfach Schäden an Bauwerken haben, Haftungsfragen, die eventuell dranhängen. Und wenn es noch mehr wird, Wasser, ja, Grenzsteine sind kein Problem, die kann man wegschwemmen. Das heißt, die Situation wird vollkommen neu gestaltet werden durch das Wasser. Das ist aber eine Situation, mit der können wir im zweidimensionalen Fall umgehen. Das erste ist sowieso erlaubt. Das haben wir aus dem Kataster und dem Grundbuch insofern ausgeklammert, dass es eigentlich eine Versicherungsangelegenheit ist. Und das können wir dadurch lösen, dass wir die Situation vor der Katastrophe dokumentiert haben und im Prinzip wiederherstellen können. Ob es die Gemeinde dann genau so wiederhergestellt haben will oder nicht, ist Diskussionsfrage. Aber das ist gelöst. Zweidimensional, wir brauchen keine dritte Dimension. Was ist aber, wenn wir in die dritte Dimension gehen? Wenn wir Eigentumsvolumen definieren, zum Beispiel eine Eigentumswohnung als eigenständiges Rechtsobjekt sehen. Wenn ich Eigentum habe, dann die Definition ist relativ alt, deswegen auch die Schreibweise. Die Befugnis mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten und jeden anderen davon auszuschließen. Nach Willkür zu schalten heißt auch zerstören. Bei einer Eigentumswohnung etwas blöd. Also jetzt nicht, weil ich Eigentum verliere, sondern weil die oberen Wohnungen dann ihren Halt verlieren. Das heißt, ich habe physikalische Prozesse, die mir zwischen meinen Rechtsräumen oder Eigentumsbereichen wirken. Und die ich irgendwie abgesichert haben muss. Wenn ich Bauwerke errichte, dann habe ich eine tragende Struktur und die muss gesichert werden. Ähnlich die Wasserableitung. Ich leite Wasser ab ins nächste Grundstück und das nächste Grundstück darf auch wieder ableiten. Genauso ist es mit den Kräften beim Bauwerk. Das oberste Stockwerk setzt sich auf dem darunter auf, ab und so weiter. Ich habe automatische Rechte, die da generiert werden müssen. Ich muss diese Dinge einmal modellieren. Im zweidimensionalen Fall haben wir dann ein anderes Beispiel, auch Grundabtretungen. Das heißt, ich brauche irgendwelche Infrastrukturprojekte, ich brauche Land,
Ich muss Grund erwerben, eventuell durch Enteignung. Und was wir halt haben, ist, wir haben eine Kompensation für das verlorene Grundeigentum. Und dann ist halt, okay, Wert ist dann Verhandlungssache. Zweidimensional, kein Problem. Aber was ist, wenn ich plötzlich so 2 Kubikmeter meines Luftraums verliere? Hat der Wert? Was ist, wenn ich da einen U-Bahn-Tunnel zulasse? Ein paar Kubikmeter. Momentan gehen wir immer noch davon aus, okay, wir haben einfach einen gewissen Wert, dem wir den zuordnen, und es wird gezahlt. Je komplexer die Situation wird, desto schwieriger wird es abschätzen, was ist tatsächlich eine sinnvolle Entschädigung. Das Ganze, hier die Situation auf Santorin, wie weit darf ich da in bestehende Strukturen eingreifen? Darf ich auf einem Gebäude noch 5 Stockwerke errichten? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, der Statiker erlaubt es mir. Aber ist es dann von den Rechten, die ich beim Schaffen des Rechtskonstrukts diskutiert habe, ist es noch gedeckt? Ja oder nein? So, wenn wir zu 3D wechseln wollen, gibt es also 2 Möglichkeiten. Wir müssen entweder Wohnungseigentum und Gebäudeeigentum trennen. Das heißt, wir haben die Struktur, die tragende Struktur, und wir haben die Volumina drin. Oder wir haben das, was ich vorher gesagt habe, wir schaffen automatisch entsprechende Bedingungen. Oder wir nehmen die österreichische Lösung. Wir haben Miteigentum am Boden und ein ausschließliches Nutzungsrecht an der Wohnung. So. Aber wir können wunderbare Probleme generieren. Ich bin Eigentümer von beiden Grundstücken, A und B. A teile ich vertikal. Und den unteren Teil verkaufe ich. Warum? Ich habe mein Haus da stehen. Wenn A1 weiterhin mir gehört, habe ich eine wunderschöne Aussicht. Aber was ist, wenn da der neue Eigentümer von A2 bauen möchte und dann gibt es eine Mindestbebauungshöhe, die ist höher als diese Linie hier. Ich müsste dann irgendeine Handhabe haben, um entsprechend ein Enteignungsverfahren hier einzuleiten. Die Sekierzwickel haben, ich weiß nicht wie lang dauert, bis es tatsächlich dann eine Lösung gab. Das wäre genau so ein Fall, wo ich meinen Nachbarn oder meinen Käufer lange Jahre wunderschön ärgern kann. Das ist für viele Österreicher ja Sport. Ich kann 3D übrigens auch verwenden, um Aussicht zu produzieren oder zu dokumentieren, was sehe ich von einem Grundstück oder von einer Wohnung. Das sind halt 2 extreme Fälle. Versicherungstechnisch ist das wahrscheinlich das Riskantere, weil da gibt es wunderschöne Metallstäbe, die gegen Einbruch schützen. Interessanterweise, das linke wird es teurer sein. Wir können das Ganze auch in die Zukunft weiterführen. Wenn wir Raumplanungsinformationen nutzen, dann können wir nicht nur auf die Objekte aufbauen, die es momentan schon gibt, wo wir also auch das Stadtmodell haben, sondern wir können auch sagen, okay, da ist eine Bebauung möglich auf diesem Grundstück B. Bis zu einer gewissen Höhe ist es dort erlaubt. Das heißt, wenn ich hier ein Haus habe, dann kann ich feststellen, wie weit kann mir die, also bis in welche Höhe kann mir die Aussicht aufs Meer verbaut werden. Das heißt, ich kann auch für die Zukunft abschätzen, wie die entsprechende Situation sein wird. Wo ist es notwendig? Naja, wir haben immer wieder Situationen, die letzte oder längere Diskussion UNESCO-Welterbe Wien, Sichtbarkeit von Gebäuden. Wenn wir einen 3D-Kataster hätten, könnten wir das Ganze über den Kataster, über das Grundbuch entsprechend
zumindest eindämmen. Und entsprechend das Ganze vereinfachen. So, das ist der letzte Schritt ist, rechtlich gibt es spannende Fragen. Visualisieren, gut. Ausdruck auf Papierkarten, naja, von 3D auf 2D mappen wird nicht wirklich funktionieren. 3D-Druck, ja, langsam, teuer und versuchen es das dann einmal zu archivieren. Wird spannend. 3D-CAD, ja, wenn man täglich damit arbeitet, kann man damit umgehen. Wenn man so alle 3 bis 4 Monate mal reinschaut, mühsam. Google Earth hat ein besseres 3D-Interface, aber dafür weniger Genauigkeit. Das heißt, was wir uns angeschaut haben, ist Augmented Reality eine Lösung? Dazu haben wir, also einem meiner Bachelorstudenten hat auch ein holographisches Modell geschaffen. Das haben wir in die Umgebung eingebracht. Dabei waren ein paar Adaptierungen notwendig vom CAD. Und wir haben dann Entscheidungen damit unterstützen wollen. Und ja, es gibt halt ein paar Sachen, die schon implementiert sind in der Technologie. Also wenn ich ein Objekt habe, die Objekte sind halt jetzt die Geschosse, dann kann ich die greifen und bewegen. Ich kann die Objekte rotieren, ich kann die Objekte skalieren. Das Problem ist, rotieren und skalieren funktioniert auf einmal. Das heißt, es kann durchaus versehentlich passieren, dass man beides gemeinsam macht, obwohl man eigentlich nur rotieren wollte. Das heißt, wir haben uns überlegt, was ist sinnvoll fürs Rotieren? Es können 2 Würfel sein. Ich greife in den Würfel hinein, dann rotiert es in die andere Richtung, greife in einen anderen Würfel in die andere Richtung. Funktioniert, war aber leider langsam. Zweite Möglichkeit, wir kennen es vom Globus. Wenn ich den Globus drehen möchte, mache ich es so. Das könnt ihr in der Augmented Reality auch machen. Würde im Prinzip funktionieren, hat aber deswegen nicht funktioniert, weil die Hand nicht gut genug erkannt wurde. Wenn die Sensoren besser wären, wird es gehen. Dann die Möglichkeit, einen einfach kleinen Würfel zu haben, den nimmt man, dreht ihn und das gesamte Modell dreht sich auch mit. Das war nicht ganz intuitiv. Und dann haben wir Pop-up-Menü implementiert und dann verschiedene Aufgaben gestellt. Also wie viele Wohnungen gibt es da drin und so Sachen. Also Dinge, die man von einem solchen Modell erwarten möchte. So, Vorsicht, für Unbeteiligte sieht es seltsam aus. Also, wenn irgendwer auf der Straße so durch die Gegend läuft und so, bitte nicht die Leute mit dem Ich-hab-mich-lieb-Jackerl holen, der hat ein Microsoft HoloLens und interagiert mit dem Teil. Einfache Abhilfe, setzen Sie einen Bauhelm auf, dann werden Sie unsichtbar. Ja, und was sieht man da drinnen? Sowas. Das heißt, wir haben hier ein rein holographisches Modell. Das heißt, das existiert in der Realität nicht, man kann aber damit interagieren, man kann es nehmen, man kann es rotieren. Man sieht, da unten sind Beschriftungen, in dem Fall sind es die Quadratmeter und was für eine Art von Raum das ist. Wir haben es einmal statisch gemacht, man könnte das beliebig erweitern. Und auf die Art und Weise bekommt man einen relativ einfachen und intuitiven Einblick, wie dieses Modell ausschaut. Und wenn man das nicht mehr braucht, dann stellt man es einfach wieder zurück. Wenn man es rotieren oder skalieren möchte, nimmt man es mit 2 Händen, rotiert, skaliert auf die Größe, die man haben möchte. Und dieses Menü, das wir da haben, es sind einfache Sachen implementiert. Das heißt, ich kann an entsprechende Ebene, also Kellergeschoss, Erdgeschoss, erstes, zweites, Obergeschoss verbergen. Jetzt ist alles weg. Oder unsichtbar und ich kann es auch wieder entsprechend einblenden. Das über dieses Menü kann man dieses Modell steuern. Das hat der Student realisiert. Was sind die ersten Ergebnisse? Rotieren, skalieren ist intuitiv. Dinge zu nehmen und im Raum zu drehen, das erleben wir ständig. Die Genauigkeit, mit der wir das Ganze steuern können, lässt nur ein bisschen zu wünschen übrig, aber wird besser. Frustrationsniveau war auf jeden Fall wesentlich geringer als im 3D-CAD. 3D-CAD
wenn man nicht die richtige Ebene ausgesucht hat oder in die falsche Richtung bewegt, hat man einen Effekt, den man nicht haben möchte. Passiert in der Augmented Reality wesentlich seltener. Die Interaktion war einfacher für Laien als bei traditionellen 3D-CAD. Eins, was wir vergessen, ist, wir haben ein holographisches Modell. Wenn ich mich bewege, bleibt das an Ort und Stelle und ich kann mich drum herum bewegen. Das ist eine andere Richtung betrachten. Wir tendieren trotzdem dazu, das Modell zu drehen, weil wir es vom Computerbildschirm so gewöhnt sind. Also umdenken werden wir auf jeden Fall. Und die Kollisionserkennung zwischen Finger und Button und dergleichen, die benötigt nur Genauigkeitssteigerungen. So, was haben wir gesehen? Smart City ist sicher ein Punkt, wo ein dreidimensionaler Kataster zumindest nicht nachteilig wäre. Wenn wir Rechtssicherheit produzieren wollen, wenn wir hier entsprechend das unterstützen wollen, brauchen wir irgendeine Möglichkeit, Strukturen dreidimensional zu dokumentieren. Die mathematische, geometrische Modellierung ist komplex, aber es ist lösbar, das schaffen wir. Rechtliche Aspekte, da gibt es immer wieder Kleinigkeiten, wo man einfach schauen muss, da würde es krachen. Das heißt, da muss man Lösungen finden, wie man Übergänge harmonisch schafft. Die Visualisierung, Augmented Reality könnte eine Lösung sein, sicher nicht die einzige. Wir haben es uns einmal angeschaut, weil wir die Struktur zur Verfügung haben. Aber ein Problem ist natürlich, mit dem 3D-CAD können nur Experten tatsächlich vernünftig interagieren. Weder die Juristen noch die Wohnungseigentümer sind im Allgemeinen Experten für 3D-CAD. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wenn sie das brauchen, sollen sie zu uns kommen. Die Gefahr ist nur, wenn die Juristen sagen, ich verstehe nicht, was da passiert, dann machen sie ein eigenes System und wir sind komplett draußen oder sie machen es ganz anders. Das heißt, wir brauchen hier einfache Lösungen, mit denen die Laien auch umgehen können, und Augmented Reality könnte, nicht in den nächsten 5 oder 6 Jahren, aber so in 10 oder 15 Jahren, durchaus so weit verbreitet sein, dass das eine Lösung wäre. Was müssen wir modellieren, also was müssen wir forschen? Wir brauchen bessere Datenmodelle, wir müssen besser damit interagieren können, wir müssen die User Interfaces verbessern, bessere Interaktionsmöglichkeit schaffen, und das Schwierigste ist, wir brauchen irgendwelche Methoden, um das, was schon da ist, zu erfassen. Überirdisch haben wir es, unterirdisch fehlt es uns noch. Das heißt, da müssen wir definitiv Lösungen finden. Wir brauchen auch Datenmodelle, die mit der Komplexität realer Strukturen umgehen können. Ups. Und ganz zum Schluss, viele dieser Arbeiten wurden mit Unterstützung meiner Studenten gemacht, und jetzt habe ich mal so geschaut, wie viele Leute im Kataster Arbeiten geschrieben haben. Es waren in diesen letzten 15 Jahren eine ganze Menge. Ich möchte mich bei allen bedanken, die da mitgewirkt haben und noch immer mitwirken. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und hoffe auf eine rege Diskussion. Vielen Dank.